Sofia Tomala hat sich Tennisspieler Alexander Zverev gekrallt. Das hat einen bestimmten Grund, wie sie jetzt in einem Podcast verriet. Sofia Tomala hat in Paul Ripkes 41 Podcast Alle Wege führen nach Ruhm über ihre Männerwahl gesprochen. Die 32-Jährige, die die beiden Kuppelshows Are User One und Date or Drop moderiert, erklärte, ich finde es bei den Tennisspielern ganz angenehm. Dass es nicht darum geht, wer hat die teuersten Schuhe an? Wer hat die teuerste Uhr an? Der Unternehmerin ist nämlich wichtig, dass ihr Freund kein protziger Angeber ist, Sofia Tomala, so hat sie sich ihren Tennisspieler Alexander Zverev ausgesucht. Bereits in einem RTL-Interview hatte Sofia Tomala verraten, wie sie ihren Alex ausgewählt hat. Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt und der Charakter dann, wer zusammenbleibt. Auf die Frage, mit was sie Alexander Zverev, 24, ausgesucht habe, antwortete Sofia, mit Herz, den Augen oder mit beidem. Ich würde sagen, mit allen Sinnen, Angeber? Sticheleien gegen Ex-Loris Karius, Sofia Tomala war zuvor unter anderem mit Fußballstar Loris Karius, 28, liiert. Im Juni hatte das Paar seine Trennung bestätigt. Für ihren Ex hat die Schauspielerin keine warmen Worte mehr übrig. Im Gegenteil, ganz so einfach lässt sie ihren Verflossenen in der Öffentlichkeit nicht davonkommen. In einer YouTube-Show wurde die 32-Jährige einst von den Moderatoren Dennis und Benjamin Wolter nach ihrer Teilnahme bei Wer wird Millionär? Ausgefragt. Auch wer noch in der Sendung zu Gast war, zählte sie auf. Tim Melzer, Smudo und noch so ein Volleyballspieler. Der Name war ihr entfallen. Einer der Moderatoren hakte nach, meinte Nummer geklärt in Anspielung auf ihre Beziehungen mit Profisportlern. Die Unternehmerin reagierte blitzschnell und besonders schlagfertig. Ab jetzt nur noch erfolgreiche Sportler, konterte sie und brachte die Moderatoren damit zum Lachen. Im Podcast mit Fotograf Paul Ripke stichelte sie erneut gegen den 28-Jährigen. Sie zog über Fußballspieler her und behauptete, dass die meisten von ihnen totale Angeber seien.